Staffel 3 und 4 übersetzen und auch noch auf DVD rausbringen. Und da wäre ich ja echt voll hin und weg, wenn das passieren würde. Würde ich ausflippen. Endlich Doremi mal vollständig. Das wäre wirklich geil. Ich möchte dir einen Giftpilz geben. Da ist er. Also das wäre richtig krass. Das ist auch der Grund, warum, obwohl halt DVD-Boxen immer so teuer sind, ich jetzt bei Doremi dann doch gesagt habe, okay, die hole ich mir. Apfelmarmelade. So. Sailor Moon-artige Anime. Na, Sailor Moon und Doremi sind komplett verschieden. Aber ich glaube, Sailor Moon-artig, das könnte Wedding Peach sein. Wovon auch im Moment endlich, ja, man muss auch sagen, endlich die DVD-Boxen erscheinen. Aber das ist nicht so dringend, weil das haben sie echt zu Ende übersetzt und da bin ich dann auch zuversichtlich, dass dann auch alle DVD, also alle Staffeln auf DVD erscheinen werden. Jetzt egal, wie groß die Nachfrage jetzt direkt am Anfang so ist. Aber bei Doremi ist es halt wichtig, dass die beiden Staffeln gut laufen, dass auch dann Staffel 3 und 4 noch produziert werden. Also ins Deutsch übersetzt werden. Aber das war, glaube ich, Wedding Peach. Currypulver. Ich hätte gern mal Mehl. Ich krieg einfach kein Mehl. Geht traurig. So, jetzt gehen wir aber nochmal eine Runde angeln. In der Zeit kann ich mich dann auch wieder mehr dem Chat widmen. Ja, so Animes auf YouTube gucken ist immer so ein bisschen problematisch. Dann fängt man an und die ersten zwei Folgen funktionieren und ab der dritten Folge ist dann wegen der GEMA gesperrt. Das ist dann ein bisschen frustrierend. So, Angel. Und ab geht die Post. So. Ja, auch mit Untertiteln ist immer so eine Sache. Ich hatte damals einen Kumpel gebeten, als es wirklich noch gar keine Folgen irgendwie aufzutreiben gab, da wo diese Bannwelle hier mit GEMA ganz schlimm war, konnte man ja nichts mehr finden an Serien und Animes auf YouTube. Oh, das sieht gut aus. Jawohl, fossil. Und dann meinte ich so, guck mal, ob du irgendwo Doremi auf Deutsch herkriegst, weil es lief nicht mehr im Fernsehen und kaufen konnte man es auch nicht. Also irgendwie muss man sich ja auch Abhilfe schaffen. Ne? Was soll man machen sonst, ne? Wenn man es unbedingt sehen möchte und es geht nicht, weil es einem einfach nicht angeboten wird. Das ist halt echt scheiße. Naja. Aber ich hatte extra gesagt, bitte auf Deutsch. Oder wenigstens Englisch mit deutschem Untertitel. Was habe ich gekriegt? Japanisch mit englischem Untertitel. Und Doremi kann auf Japanisch echt anstrengend sein, weil das echt ein Gekreische ist. Das ist phänomenal. Es ist nicht schlimm, wenn man im Spiel ohnmächtig wird. Das Problem dabei ist nur jetzt zum Beispiel, jetzt konkret bei der Version, man kann da nicht speichern. Also man hat dann für den Tag nicht gespeichert und muss dann den kommenden Tag noch zu Ende spielen, damit man wieder speichern kann. Ah, okay, wurde auch schon im Chat alles beantwortet. Wo bleibt denn der Fisch? Komm schon. Na komm, auf! Eh.
Naja, das war kein großer Fisch. Da hat mich doch jemand im Steam angeschrieben hier. Ah, sorry, verklickt. Okay. Hä? Bei was verklickt? Keine Ahnung. Katze. Meine kleine Katze guckt gerade ganz komisch. Was ist los? Was? Die ist übrigens nicht mehr rallig. Das erklärt die Ruhe im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob er sie beim letzten Mal gehört hat, aber... Ja, ich rede über dich. Ja, genau, über dich rede ich. Sie hat aber gerade ihre dollen 5 Minuten. Deswegen guckt sie so ein bisschen irre und rennt total aufgescheucht durchs Wohnzimmer. Ich hätte gerne noch ein Fossil. Schmerle. Ja, Twitch ist manchmal nicht so... Ich weiß nicht, bei mir hängt sich das auch total oft auf, wenn ich was gucken will. Aber es ist halt Flash-basiert und Flash ist sowieso überarbeitungswürdig und wird mit jedem Patch, den sie machen, irgendwie überarbeitungswürdiger. Also ich habe jetzt echt schon das Phänomen, dass Flash meine Grafikkarte... Also meine alte Grafikkarte hatte ja sowieso komplett unter Flash zu leiden. Ich musste mir ja eine neue Grafikkarte holen, weil meine alte unter Windows 7 nicht mehr mit Flash klarkam. So, jetzt habe ich eine neue Grafikkarte, aber... Was heißt neu? Also, die ist jetzt 2,5 Jahre alt oder so. So neu, also auch nicht mehr. Also für meine Verhältnisse schon neu, weil normalerweise so eine Grafikkarte hält bei mir schon mal so 7 Jahre aus. Aber... Naja. Oh, diese Ente, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Ja... Die stürzt jetzt auch schon die ganze Zeit ab, weil irgendwie die Treiber, das funktioniert alles nicht. Also, die neuen Treiber sind nicht so das Optimum für diese Karte. Aber mit den alten Treibern meckern die neuen Spiele wiederum rum und das führt dazu, dass egal welchen Treiber ich nehme, es gibt immer einen Grund, warum mir die Grafikkarte abschmiert. Ist leider einfach so. Deswegen kann ich auch so ein paar Spiele nicht spielen im Moment. Das ist sehr frustrierend. Zum Beispiel Euro Truck. Wow. Ich habe echt hier gerade draufgehämmert wie eine Verrückte und krieg's nicht. Euro Truck stürzt bei mir die ganze Zeit ab. Es ist phänomenal. Ich habe irgendwie jetzt eine Strecke angefangen und bin die 5... Also ich habe die 5-mal angefangen und... Dann hatte ich keine Lust mehr, weil mir die ganze Zeit die Grafikkarte abgestürzt ist. Ist nicht so toll. Und das ist auch der Grund, warum ich im Moment kein Heroes of the Storm aufnehme. Sonst hätte ich schon längst mal Heldenliga aufgenommen. Weil da ist einfach das Problem... Oh mein Gott, was ist das? Dass sowohl... die Aufnahme sich abschaltet. Also beziehungsweise die Aufnahme schaltet sich ab. Okay. So. Deswegen mache ich es ja inzwischen so, dass ich alles, was ich aufnehme, weil es immer die Gefahr inzwischen besteht, dass meine Grafikkarte abstürzt. Gleichzeitig streame. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass ihr hier einen Stream von einem anderen Let's Play seht und ich den Chat nicht lese. Einfach weil ich... Gott! Ich will das jetzt kriegen hier. Einfach weil ich das nur aufnehme auf Twitch für mich, damit ich praktisch eine Backup-Datei habe, falls mir die Aufnahme abschmiert. Weil es ist nämlich so, wenn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Ich krieg das nicht! Wenn mir nämlich die Aufnahme ausgeht, weil die Grafikkarte abstürzt, dann ist das so, dass die Datei, die bei mir auf dem Rechner dann liegt, praktisch
nicht sauber geschlossen wird vom Programm und dadurch einfach die Datei kaputt ist. Also ich kann dann nichts mehr daraus machen. Das reicht jetzt aber. Das war ein echt schweres Fossil. So. Deswegen nehme ich immer gleichzeitig noch auf Twitch mit auf, auch wenn ich jetzt den Chat nicht mal irgendwie beantworte oder so. Einfach damit ich da dann trotzdem noch diese Datei habe. Genau, eine Grete. Die hat sich in den Algen verhakt. Naja. Und so ist das halt. Deswegen, also bei Heroes of the Storm war es ja auch dann so, dass wenn ich gestreamt habe, hat man immer schön gesehen, wenn die Grafikkarte abgestürzt war, hat man zwar noch schwarzes Bild gehabt und man hat mich sogar noch gehört, ne? Ich wollte ja noch kochen. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Geld. Ui. Da wird schon gewackelt. Ja. Dann sieht man nur ein schwarzes Bild, hört mich zwar noch reden, aber die Grafikkarte ist halt dann Matsch. Und dann muss ich das Programm erst neu starten, bevor ich weiter aufnehmen kann. Was ziemlich scheiße ist, weil dann die Parts alle so zerhackstückelt sind. Und dann muss ich praktisch die Parts von Twitch auf YouTube hochladen, von YouTube runterladen, zusammenschneiden, um sie dann wieder auf YouTube hochzuladen. Und das ist enorm Aufwand, auch zeitlich, weil ich ja dann... Es dauert ja dann auch wieder zu rendern, auch wenn nicht wirklich was gerendert werden muss, aber das Programm braucht halt zum Zusammenschneiden dann eben so lange. Was ziemlich kacke ist, aber naja. So, Pudding. Aber es ist echt ziemlich ätzend. Ohne Rezept. Deswegen sind auch manche von den Parts von Heroes of the Storm so ganz schön ätzend. Von der Länge her. Also manche sind irgendwie nur so 5 Minuten oder so und ja. Deswegen nehme ich das auch im Moment einfach nicht auf. Lohnt überhaupt nicht. Ihr wollt ja auch nicht irgendwie einen 5 Minuten Part angucken und dann wieder einen 20 Minuten Part und dann ist das Match auch noch mittendrin unterbrochen. Weil so ein Match dauert ja vergleichsweise nicht viel. Also nicht lange so. Je nachdem, wenn es gut läuft, so 10 Minuten, wenn es zu gut läuft eigentlich, schon muss man sagen. Und wenn es ausgeglichen ist, kann es auch mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern. Und ich würde das echt sau ungern so ein Match mal mittendrin auseinanderschneiden. Weil das bringt ja nichts. Außer wenn es halt wirklich zu lange dauert, dann mache ich aus einem Match einen Zweiteiler. Aber an sich immer so, dass nicht mehrere Matches durcheinander in einem Part drin sind. Das ist nämlich echt ätzend. So. Ja. Das Problem gibt es halt beim Paarspielen. Also wie gesagt, ich wollte jetzt dann mit dem neuen Add-on Eurotrack dann bald wieder anfangen aufzunehmen, aber... Wenn mir das alle 5 Minuten abstürzt, da kriege ich ja nicht mal ein Part irgendwie richtig hin. Das bringt ja dann gar nichts. So. Da war jetzt nicht so der große Fang dabei bei den Fischen. Aber generell kann man sagen, wir haben doch hier mit unseren zwei Fossilien im wahrsten Sinne des Wortes einen richtig guten Fang gelandet. So. Okay, zu sagen, gibt es den nächsten Stream, wird es wahrscheinlich dann geben am...
Gott, welcher Tag ist das? Der 1.6. Und zwar schätze ich mal um 20 Uhr. Montag, der 1.6. um 20 Uhr. Einfach aus dem Grund, dass ich das Wochenende davor weg bin. Und ja, am Montagmittag bin ich arbeiten und am Abend bin ich auch arbeiten. Und obwohl das eigentlich dann relativ anstrengend ist, dann abends nochmal sich hinzusetzen und nochmal mindestens 2 Stunden zu streamen, obwohl man vielleicht einfach nur die Klappe halten möchte und wirklich, also ich habe dann gern meine Ruhe, aber ich verstehe unter meine Ruhe haben nicht unbedingt, dass ich mich nicht unterhalte, sondern einfach, dass ich selber auch einfach mal die Klappe halten kann. Also ich bin manchmal ganz froh drum, wenn ich nicht so viel reden muss, weil ich arbeite ja in der Nachhilfe und dann muss ich manchmal wirklich sehr viel erklären. Sehr langsam und sehr vereinfacht und dann bin ich mal froh, wenn ich abends einfach mal die Klappe halten kann. Und ich glaube, viele andere sind auch froh, wenn ich abends einfach mal die Klappe halte. Und naja. Deswegen, aber Dienstag geht auch nicht, weil Dienstag ist abends der. Nee, gar nicht wahr. Am 2.6. habe ich gar keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr. Übermorgen ist der letzte Tag des Geburtsvorbereitungskurses. Oh mein Gott. Ja. Also halten wir mal fest. 1.6. 20 Uhr. Und wir speichern noch schnell. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder auf YouTube. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.